Dieses kaukasische Haus, wer soll denn darin Platz nehmen? Was will das Haus? Das Haus, unser Haus. Also das ist eigentlich Kulturzentrum, nicht? Aber mehr ein Zentrum der Kulturpolitik. Das heißt, eine Friedensorganisation, eine interkaukasische Friedensorganisation. Und dieses Haus hat eigene Konzeption der Friedenspolitik. Welche Länder sollen dann hier sein? Nein, das ist interkaukasische Friedensorganisation. Und jetzt ist gemeint irgendwie geistige Grundlagen für den Frieden zu schaffen. Geht das ohne Unterstützung von außen? Nein. Nein, im Moment nicht. Haben Sie den Eindruck, aus Westeuropa oder aus Deutschland kommt genug Unterstützung? Ja, wir bekommen die Hilfe eigentlich nur von Deutschland. Deutschen Organisationen, staatlichen und private Organisationen helfen uns. Aber was den Frieden im Kaukasischen Haus anbetrifft, glauben Sie, da wird von deutscher Seite genug Einfluss genommen? Nein, also wir gehören nicht als den Leuten im Kaukasus, die solche Illusionen haben eigentlich. Und das halten wir für einen großen Irrtum, dass die Menschen immer geglaubt haben, das heißt in den ehemaligen Sowjetrepubliken, dass der Westen ihn politisch unterstützen wird. Diese Illusionen haben wir nie gehabt, weil wir den Westen gut kennen. Glauben Sie, es wäre aber nicht doch sinnvoll, wenn es eine Einflussnahme gäbe von deutschen Staatsführern, dass eine andere Politik betrieben wird in der ehemaligen Sowjetunion? Ja, natürlich. Also, wir meinen so. Wäre ich deutsche Regierung, ich würde eine andere Politik haben. Das heißt, zum Beispiel, ich würde nie Ausrottung der kaukasischen Völker bejahen. Und so moralisch unterstützen. Mittwoch auch mit der Frage beschäftigen will, warum traut sich die deutsche Politik, sich nicht einzumischen bei dem, was in Tschetschenien passiert. Und generell ist es ein Blick hier durch die Initiative von Naira Gelashvili auch ein wenig auf das, was dort wachsen soll insgesamt, was sich hinter diesem kaukasischen Haus verbirgt, was wir dann gerne mit einbeziehen möchten. Wir sind deshalb heute den Abend über hier. Hoffen Sie nicht allzu. Esri Kilic. Und jetzt? Ich heiße Kilic, ich komme aus Kaukasus, bin ich auch Sitte. Ich bin Luran Kaya. Ursprünglich stamme ich auch zum Teil aus Kaukasus, und zwar Dagestan. Mein Name ist Serhat Argin und ich bin Abkhaze. Mein Name ist Burak Oğlu. Ich bin tschetschenischer Abstammung, lebe ca. 15 Jahre in Deutschland und arbeite auch nebenbei mit der kaukasischen Bevölkerung, die in Berlin leben. Mein Name ist Ertekin Mutlu, bin hier geboren und bin auch ein Abkhaze. Naira Gelashvili, ich leite das kaukasische Haus in Tbilisi. Ich bin Degumuk Orhan Demirkan, ich bin Adige. Ich arbeite 10 Jahre in Berlin. Ich arbeite die kaukasische Kulturseite auch. Und er ist ein wunderbarer Musikant, sage ich noch dazu. Er hat auch sein Instrument mitgebracht. Ich bin nur die Frau von Manfred Quirenk. Und mich stellst du vor, ja? Oder? Sie sind auch Journalisten. Ja. Frage zuerst an Bärbel Bohley. Sie haben einen Aufruf mit verfasst zu Tschetschenien. Warum?
eigentlich, weil es ja unsere Geschichte ist. Wir kommen ja aus dieser Ecke, die sich immer für die Menschenrechte eingesetzt haben. Und irgendwie muss ich sagen, die fallen jetzt eigentlich völlig unter den Tisch. Ich habe das Gefühl, die Menschenrechte werden immer nur noch im Anhang verhandelt. Also nicht nur in Tschetschenien, sondern ich denke jetzt an China. Ich meine, was da läuft, das ist ja genauso katastrophal. Das wird ja alles irgendwo kaum bewältigt. Und das öffentliche Bewusstsein, glaube ich, nimmt das kaum noch zur Kenntnis. Und Tschetschenien finde ich deshalb so schlimm, weil bei uns so der Eindruck entstanden ist, da findet eigentlich nur noch so eine Auseinandersetzung innerhalb der Bevölkerung statt. Und es ist uns eigentlich gar nicht klar, dass ein kleines Volk durch ein großes kaputt gemacht wird. Müsste sich die deutsche Politik da mehr einmischen? Naja, unbedingt. Das ist die Forderung eigentlich. Deshalb haben wir den Aufruf gemacht. Die Politik macht das nicht, also müsste eigentlich die Bevölkerung Druck machen, dass die Politik sich dafür einsetzt. Heißt das, die deutsche Außenpolitik ist quasi auf einem Auge blind? Das war sie schon immer. Sie ist immer noch blind und das ist die Katastrophe eigentlich. Sie war das vor 89 und ist es immer noch. Na, Erik Gidaschwili, haben Sie den Eindruck, die deutsche Politik nimmt gar nicht wahr, was in Tschetschenien beispielsweise passiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben Informationen eigentlich, was dort passiert. Ich kann das nicht glauben, dass die deutsche Regierung keine Information hat, was eigentlich dort passiert. Also was, das ist, Bärbel hat schon gesagt, das ist die Ausrottung eines kleinen Volkes. Das ist nicht dasselbe, was irgendwo anders geschieht, zum Beispiel in Jugoslawien oder irgendwo, wo ein Kampf zwischen den Völkern ist. Das ist die zielbewusste, methodische Ausrottung des uralten kaukasischen Volkes. Und das ist die Fortsetzung der traditionellen russischen Politik im Kaukasus. Diese Politik könnte man auch so charakterisieren. Kaukasus ohne Kaukasier. Sie sagen auch, es ist ein Völkermord mit Hilfe des Westens. Ja, das ist schon klar, warum. Also der Westen, die westlichen Regierungen haben das nicht nur moralisch und psychologisch unterstützt, sondern Russland wurde in Europarat aufgenommen und bekommt die finanzielle Hilfe auch während dieses Krieges. Dauernd. Mit diesem Geld wird der Krieg geführt. Das heißt, der Westen achtet gar nicht darauf, dass er Russland finanziell unterstützt, Krieg zu führen? Ich weiß nicht. Was würden Sie sich von der deutschen Politik erhoffen? Wissen Sie, katastrophal ist nicht eigentlich die Position der Politiker, der Regierung. Ich gehöre den Menschen, die eigentlich nichts besonders vieles von der Regierung verlangen. Katastrophal finde ich eben die Stimmung der Öffentlichkeit, die Gleichgültigkeit der Menschen zu dem, was dort geschieht. Das ist also, ich war schon im vorigen Jahre hier in Deutschland. Damals war auch also Frühling, die Zeit vor Osten. Und ich habe im Kreis also der nachdenklichen Menschen gesprochen und schon damals gesagt, liebe Freunde, dort wird das Volk ausgerottet. Und damals gab es 20.000 Ermordeten, also friedliche Bevölkerung. Und jetzt haben wir schon über 100.000. Und wir konnten nichts machen. Also die westliche Öffentlichkeit hat nichts gemacht, hat das nicht gekonnt. Und der tschetschenische Krieg hat gezeigt, den zerbrechlichen Charakter der westlichen Demokratie, dass die geistige Kräfte hier und die moralische Energie beim Erlöschen sind, gelähmt sind. Das ist katastrophal. Verliert die, haben Sie Angst, dass die westliche Demokratie dabei ihre Vorbildfunktion verliert? Ja, ich bin überzeugt eigentlich. Die Bejahung der Gewalt, bedeutet, dass die westliche Demokratie keine große Zukunft haben kann. Hier auch wird das irgendwann geschehen. Warum? Wenn man also die Gewalt bejaht, wenn man
die Gewalt rechtfertigt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch zu Hause das gebraucht wird. Das hat er eigentlich mal Sowjetski gesagt. Das fand ich so beeindruckend, als er sein UNO-Mandat niedergelegt hat. Dass einfach keiner sich vorstellen kann, dass diese Kriege hier auch stattfinden können. Und das ist eigentlich irgendwie unwahrscheinlich leichtfertig. Wenn man also nicht damit rechnet, dass wir alle eben halt Menschen sind und dass diese Konflikte genauso aufbrechen können. Wir können uns das nicht vorstellen, aber das haben die Leute sich damals in Jugoslawien nicht vorstellen können. Und deshalb sind eigentlich die Regierung schon, finde ich, eigentlich aufgerufen, was dagegen zu machen. Also ich meine, die Bevölkerung kann ja nur einen Willen äußern, aber handeln muss die Regierung. Und ich finde eigentlich schon, dass man das von ihr verlangen kann. Also nicht diese Kriege zu finanzieren oder Bedingungen dran zu knüpfen, wenn man schon Geld gibt. In Georgien hatte Eduard Shevardnadze immer einen sehr guten Draht zu deutschen Politikern. Haben Sie den Eindruck, dass die Drähte abgebrochen? Könnte nicht so jemand auch Einfluss nehmen auf den Außenminister hier, auf den Bundeskanzler hier, um zu sagen, sprecht da deutlichere Machtworte, handelt anders? Diese Beziehungen sind eigentlich kompliziert, also die brauchen so eine Analyse, wissen Sie, also die Beziehungen zwischen Shevardnadze und den deutschen Politikern. Ich habe den Eindruck, dass also Shevardnadze viel mehr von diesen Politikern erwartet hat. Vielleicht wurde ihm auch versprochen, etwas mehr, da er eine große Rolle in der Vereinigung, der Wiedervereinigung des Deutschlands gespielt hatte. Und jetzt scheint er enttäuscht zu sein von dem Westen. Und deswegen ist Georgien in Guss eingetreten. Früher wollte Shevardnadze das nicht machen. Irgendwie hatte er andere Hoffnungen gehabt, dass der Westen und Deutschland zwar Georgien unterstützen würde. Aber dann war klar, dass überhaupt kein Beistand, keine Hilfe, keine Unterstützung geben kann. Und Georgien stand vor Gefahr, das überhaupt zerrissen zu werden. Warum glauben Sie beide, hier sind die westlichen Staaten, ist auch die Bundesrepublik, so zurückhaltend zu protestieren gegen das, was in Tschetschenien passiert? Das können Sie, wissen Sie selbst, besser wissen, der Bärbel. Ich kann diese Hintergründe nicht eigentlich sehen. Naja, ganz sicher sind es einmal wirtschaftliche Gründe. Man verspricht sich von der Wirtschaft etwas, wenn man stillhält. Das hat man sich immer versprochen. Und dann glaube ich natürlich auch, dass es eine Angst gibt. Man denkt, mit Jelzin jetzt zu wissen, wie die Situation ist. Und man glaubt, wenn Jelzin nicht mehr da ist, wird alles nur noch schlimmer werden. Und ich finde, diese Haltung, die ist eben eigentlich so schrecklich, dass man mit dem Schlechten auskommt, weil man noch Angst hat vor was Schlimmerem. Und das ist vielleicht psychologisch irgendwie zu verstehen. Aber für die Menschen da in Tschetschenien ist das völlig unbegreifbar sicher. Denn was soll denn nur noch für die Schlimmeres kommen? Also für die kann ja gar nichts Schlimmeres kommen. Also man findet sich immer mit ein bisschen Übel ab, um das Größere zu verhindern. Ist Jelzin das der Beste unter den Schlimmen? Ich finde eigentlich keinen Unterschied. Ich würde das nicht sagen. Ich bin der Meinung, dass eigentlich auf den Kosten des Morals kann man nichts erreichen. Und ja. Glauben Sie, es macht Sinn, dass von bundesdeutscher Seite für Jelzin immer wieder Position erfüllt wird? Eines kann ich also sagen, eines ist also ganz klar, für Jelzin ist das Wichtigste, an der Macht zu bleiben. Und wenn es dafür nötig wird, ein Kommunist zu werden, er wird das. Wenn es nicht, er ist. Ich weiß, niemand kann sagen, wer er ist. Jetzt ist er Kommunist oder Faschist oder beides zusammen, wie es scheint. Ja, was für eine Bedeutung hat
also Jelzin zu unterstützen, wenn für Jelzin die Hauptsache ist, an der Macht zu bleiben. Und er wird alles machen dafür, die Völker ausrotten oder Reformen überhaupt wegstreichen und alles wird machen. Also die Macht ist Ziel und nicht die Reformen. Sie leben seit längerem. Sie sagten, Sie sind vor 15 Jahren aus Tschetschenien gekommen. Wie nehmen Sie das? Nein. Ich bin tschetschenischer Abstammung, aber komme aus der Türkei. Seit wann sind Sie in Berlin? Ich bin in Deutschland geboren, aber also mit 2 Jahren in Berlin, seit in Berlin aufgewachsen. Sind Sie auch hier aufgewachsen, oder? Ja, ja, also mit 4 Jahren nach Berlin gekommen. Und Sie auch? Ich bin seit 15 Jahren hier. Aber wie? Vielleicht kann einer von Ihnen oder der Rainer, können Sie uns sagen, wie Sie diese Entwicklung dieses kaukasischen Krieges dort erlebt haben? Ich meine, das Problem existiert ja nicht erst seit heute und nicht erst seit ein paar Monaten, sondern im Grunde seit 1991 spätestens. Früher noch von Karbach am See, was ja noch früher. Ja, ob Sie wissen, ich weiß nicht, wie Sie fragen. Die sind Nachkommen der Kaukasier, der während des russisch-kaukasischen Krieges nach Türkei deportiert wurden. Und jetzt sind sie also hier als Gastarbeiter gekommen nach der Türkei. Also die haben dreifache Identität schon, nicht? Also kaukasische, türkische und deutsche schon. Das ist ja. Ja, gerade denn, deshalb wäre es interessant zu hören, wie Sie also gerade diese Konflikte im Kaukasus aufgenommen haben, wie Sie sie von hier aus erlebt haben. Wenn Sie gestatten, würde ich mal einiges dazu sagen. Ich weiß nicht, wie man es erklären kann. Fast alle Kaukasier, die seit 130 Jahren im Ausland leben, sei es in der Türkei, sei es in Jordanien, sei es in den USA, haben sie immer wieder versucht, um ihre Identität aufrechtzuerhalten, in Vereinen, haben sie Vereine gegründet, in diesen Vereinen versucht, die kulturelle Identität aufzubewahren, die Sprache aufzubewahren und dementsprechend auch in der Umwelt bemerkbar zu machen, wo sie leben, dass es hier auch Kaukasier noch leben. So gesehen sind wir auch hier in Deutschland, als wir uns hier zusammengefunden haben, 1978, haben wir versucht, einen Verein zu gründen. Und das sind die Verlängerung von diesem Verein, was Sie jetzt einige hier sehen. Natürlich konnten wir nicht als Zuschauer dastehen, als die Kriege ausgebrochen waren, sei es in Abchasien, Georgien-Konflikt, sei es in Tschetschenien, Russland-Konflikt. Wir haben immer wieder versucht, auf friedliche Wege zu demonstrieren und an die Öffentlichkeit zu bringen, dass wir als Vereine oder als Kaukasier hier so schnell wie möglich für die Stoppung des Krieges sind. Auf der anderen Seite die politische Forderungen und Erwartungen von den kleinen Völkern musste man auch nebenbei gesagt zur Sprache bringen. Und zwar, dass diese Völker das Recht haben, wenn es darauf ankommt, ihre eigene Identität, ihre eigene Kultur aufrechtzuerhalten, auch für eine souveräne Stadt zu proklamieren. Und so gesehen haben wir einige kompetente Leute aus Russland und aus Tschetschenien nach Deutschland eingeladen und Presseveranstaltungen gemacht hier. Und versuchen, wie das Haus Kaukasus auf demokratischer Ebene für ein Kaukasus, Gesamtkaukasus, eine Politik zu entwickeln. In der Hoffnung sind wir heute hier gekommen, darüber zu reden. Haben Sie denn den Eindruck, hier in Deutschland wird ausreichend klug wahrgenommen, was dort überhaupt passiert?
wahrgenommen wird schon, aber die politischen Interessen der Institutionen, die darüber zu entscheiden hätten, wie Regierungen, ich glaube nicht, dass sie genügend dafür tun. Sie nehmen es zwar wahr, aber an der ersten Stelle kommt für sie ihre politische und nationale Interessen. So gesehen wird das tschetschenische Volk auf ihren eigenen auf ihren eigenen Schicksal überlassen worden. Und sie wissen ganz genau, dass in Tschetschenien ein Völkermord stattfindet. Sie wissen ganz genau, mehr Zivilisten als Gegner von Soldaten getötet werden. Aber wie wir wissen, auch politische Interessen spielen eine große Rolle dabei. Welche? Welche zum Beispiel, dass die Angst, Kommunismus wiederhergestellt werden könnte. Erstens. Zweitens, wirtschaftlich gesehen, es entsteht ein großer Absatzmarkt für Industrieländer, für westliche Länder in Ex-Sowjetunion, auch in Russland. Das sind natürlich die an erster Stelle, worauf sie achten. Oder, auf der anderen Seite folgen sie auch mit, dass Russland eine Großmacht werden möchte. Und dagegen wehren sie irgendwie. Und sind sie besonders spezialisiert an die Leute, die Gorbatschow-Ära zu Ende gebracht haben, besonders Jelzin. Und die ganze Politik baut sich auf Jelzin. Und das ist falsch. Sehen Sie das auch so? Baut die bundesdeutsche Politik zu sehr auf Jelzin? Ja, erstmal, ich spreche wenig Deutsch, aber ich möchte so antworten, die Jelzin und seine Politik überhaupt falsch. Zum Beispiel, ich denke so, die früher, die Litauen, Estland, Lettland, auch wie kleinen, die Republiken, Freiheit gewesen, aber die deutsche, die russische Präsidium nicht so stark gewesen. Aber Tschetschenien, tschetschenische Volksseite, sehr, sehr starke eine Krieg geanfangt und das sehr unglücklich gewesen. Warum? Ich frage Präsident Jelzin. Das ist nicht demokratische eine Linie, nicht menschliche eine Reaktion sein. Dankeschön. Wie nehmen Sie das wahr, was in Tschetschenien passiert, in Georgien passiert ist, in Abkhazien? Ich glaube, Petrol sein. Erdöl. Wegen dem Öl? Ja. Das heißt, warum glauben Sie? Und zweiten Artikel vielleicht, die Russland hat große Angst, die kaukasische Völker sein. Welche Angst? Das kaukasische Völker. Die kaukasische Völker würden auch lossagen von der Russischen Föderation. Riesige Tschetschenien ist der Beginn, vielleicht kommt danach die anderen kleinen autonomen Republiken. Das ist auch ein großer Faktor dabei natürlich. Also wie wissen Sie, dass Befreiung Osteuropa von russischen Truppen und dann Baltikum ist auch weg. Und wenn jetzt auch Kaukasus irgendwie weg ist, dann ist also das unvorstellbar für Russland. Und diese geopolitisch wichtige Region und dabei auch Erdöl im Kaukasus und Schwarzes Meer. Und das alles schon, also bestimmt das Schicksal dieser Völker. Dass sie also diesem russischen Imperium wieder preisgegeben, irgendwie ausgesetzt sind. Vollkommen, also wirklich aus eigenem Schicksal überlassen. Und was im Kaukasus geschieht, also nach Perestroika, nach dem Zerfall der Sowjetunion,
Das ist diese banale Divide et Impera Politik. Diese ethnischen Konflikte und diese blutigen Kriege. Jetzt die Kinder wissen sogar, dass alles zwischen Georgien und Abchasien und so weiter, dass alles inspiriert und finanziert war und ist. Müsste die deutsche Regierung eventuell, wird jetzt zu viel Wert darauf gelegt, das System zu stabilisieren, das Jelzin regieren möchte? Sollte man mehr die Unabhängigkeitsbestrebungen der einzelnen Staaten der ehemaligen Sowjetunion unterstützen? Also ich glaube, dass man sowas gar nicht aufhalten kann. Wenn die Völker frei sein wollen, dann werden sie sich mit mehr oder weniger Kraft losreißen. Und ich würde Ihnen eigentlich widersprechen, wenn Sie sagen, dass das im nationalen Interesse liegt, was jetzt hier unsere Regierung macht. Also ich denke, ein nationales Interesse, das wäre viel zu kurzfristig, wenn das so sieht. Also wirklich ein nationales Interesse müsste eigentlich sein, also den Menschen Werte zu geben. Und da kann man nicht zugucken, wie ein Volk ausgerottet wird. Das entspricht einfach überhaupt nicht unserem Interesse. Also ich finde, wenn man etwas jetzt tun würde, würde man sozusagen versuchen, an diesen neuen Mauern, ja, die ja einfach aufgebaut werden müssen. Irgendwie müssen ja die, ja, wie soll ich sagen, müssen ja irgendwie wieder so zivilisatorische Grundmauern geschaffen werden nach dem Zusammenbruch eigentlich in ganz Osteuropa. Und dazu gehört eben einfach, dass man Gewalt nicht zulässt ohne weiteres. Das heißt, was müsste von unserer Seite, deutscher Seite aus getan werden? Was müsste der Außenminister tun, was müsste der Kanzler tun? Und es müsste eine ganz klare Absage an die Gewalt geschehen. Es müsste eine Forderung kommen, ansonsten müssten wirklich auch die finanziellen Mittel eingestellt werden. Und es müsste wirklich, finde ich jedenfalls, eigentlich auch eine Unterstützung unserer Intellektuellen für das tschetschenische Volk stattfinden. Also eigentlich durfte dort nicht nur alleine Kowaljow sein, sondern letzten Endes müssten eigentlich viele von uns dorthin fahren. Und vielleicht auch mal unser Außenminister nach Tschetschenien und nicht nach Moskau. Ich finde auch, dass diese Politik sehr, sehr widersprüchlich ist. Ne? Also wenn man wirklich Jelzin hätte halten wollen, dann hätte man ihn natürlich abhalten müssen von diesem Krieg. Man hätte sofort nach dem Überfall Russlands so heftig protestieren müssen, dass Jelzin meint, dafür kriegt er keine Unterstützung im Westen. Da muss er sich kurz halten, dann hätte man ihn vielleicht nur retten können. Denn aber jetzt zu retten, ist glaube ich nicht. Der Krieg hat eben seine Autorität also gescheitert, natürlich am meisten, ja? Am stärksten. Und ich finde, genau das ermutigt ja eigentlich auch noch die vielleicht nach Jelzin kommen, ja, noch schlimmer zu sein. Also noch mehr damit zu rechnen schon, dass Deutschland schweigt, die Welt schweigt eigentlich. Hätte die deutsche Seite mehr die demokratischen Kräfte in Russland fördern müssen? Naja, unbedingt. Ansonsten gibt es keine Demokratie. Von oben gelingt die eben nicht. Wie sehen Sie das, was kleinen Moment. Also zuerst mal, ich arbeite seit vielen Jahren im Tschechischen Kulturverein und bin in der Föderation der Tschechischen Kulturvereine auch tätig. Wir haben schon Anfang an, schon 1990, 91, schon in unseren ersten Diskussionen darauf aufmerksam gemacht, dass in vielen Gegenden, in Ossetien hat es angefangen, die Konflikte, Abchasien wurde ausgeweitet und wir haben gesagt, in Tschetschenien wird noch schlimmer enden. Also das hat man auch in der Zeit gesehen. Schon damals, 1991, als wir das in deutschen Umgebung, als wir darüber diskutierten, man hat uns gesagt, mir persönlich, wir haben unser Kommunikationsnetz so riesig gebaut, wenn da irgendwas passiert, würden wir sofort mitkriegen und da wird dann nicht so schlimm enden können. Und das hat sich mit der Zeit gezeigt, dass doch wir nicht viel tun können. Wir haben mit dem Beginn des Tschetschenienkriegs auch in Abchasienkrieg, weil wir gegen jeglichen Krieg von vornherein sind, in Tschetschenienkrieg besonders verschiedene Aktionen gemacht. Also wir haben in Bonn eine tschetschenische Botschaft eröffnet, indem wir, also Botschaft des tschetschenischen Volkes. Wir haben versucht, der deutschen Bevölkerung das Problem nahezulegen. Wo sind die Knackpunkte und wie können wir gemeinsam was schaffen? Und ich habe festgestellt, dass innerhalb der Bevölkerung ein ganz großes Vorurteil war, gegenüber den, also mehr Desinteresse würde ich sagen,
weil diese russische Politik, also man muss das anders aufbauen, alle Informationen, die wir über die Jahre bekommen haben, über Kaukasus, es war eine Quelle, war immer russische Quellen gewesen. Das, was sie geschrieben haben, das, was sie gesehen haben, wurde uns übertragen und das haben wir dann sozusagen als Information gehabt. Das ist der Kern. Und in diesem Kriegsphase war das Gleiche. Man hat Informationen immer aus einem ganz bestimmten Quelle gekriegt. Und man hat dann gesagt, also das sind Mafiosis, die müssen wir dann alle irgendwie, ist berechtigt, was weiß ich, andere so, diese Art von, ich habe sogar in meinen Aktionen gesehen, dass viele Deutsche, für mich war unbegreiflich, dass sie so ein Vorurteil zum Teil hatten gegenüber den Tschetschenen. Einer hat mich, habe ich nicht vergessen bei einer Aktion, hat eine relativ ältere Frau gesagt, also über uns, in unserer Aktion über die Tschetschenen was gelesen und so, ach, die habe ich ja von denen gehört, die sollen ja ganz schön schlimmer gewesen sein. In Kasachstan hat mir ein Russlanddeutscher erzählt, wenn auf der Straße ein Tschetschener war, dann haben alle waren weg, weil die Tschetschenen so gewalttätig wären und so. Dann konnte ich ihr nichts antworten, außer zu sagen, passen Sie auf, da sind vier Tschetschenen an unserem Stand. Also das ist, ich glaube, also mit unseren Aufrufen, mit unseren Aktionen haben wir immer daraufhin appelliert, dass die deutsche Bevölkerung, bevor die Politik dran ist, dass die dessen bewusst sind, was da ist. Weil ich schätze mal, dass die Deutschen sehr viel für Menschenrechte, sehr viele arbeiten. Wir arbeiten auch mit sehr guten Organen, die auch ihre Mittel dafür zur Verfügung stellen, die sich dafür auch einsetzen. Aber das reicht im Endeffekt nicht. Wenn man wieder auf diese deutsche Politik... Achtung, Sie waren beim Stichwort Politik. Ja, also im Kern in diesem Tschetschenien-Konflikt geht unter anderem, also wesentlicher, glaube ich, der Grund ist das Erdöl, was nicht dort hergestellt sind in dem Sinne, sondern wie diese Erdöl aus dem erdölreichen Gegend transportiert werden soll. Wenn man die Debatte schon jahrelang verfolgt, soll das Pipeline diesen Weg nehmen, jenen Weg nehmen und soll das und jenes. Und wenn man die letzten Informationen noch sieht, dass einige ganz starke Staaten, mehr so irgendwelche Wirtschaftskräfte, die dieses Erdöl verwerten wollen, die das sozusagen weiterverkaufen wollen. Wenn deren Forderungen man sieht und denen sagt, also April und Mai soll irgendwie der Weg geklärt sein, über diese Pipeline-Weg über Tschetschenien. Ne? Und wenn man das betrachtet, wie heftig die Kriege in den letzten Tagen gegangen ist, da ist schon was Wahres dran. Man muss da nicht unbedingt sehr viel Information haben, nur diese wenigen Informationen zeigen uns, wie wichtig das ist. Und auf der anderen Seite, wenn man die Information nur kriegt, also man will Deutschland darum bitten, dass sie uns bei der Reparatur der alten Pipelines hilft. Das ist doch paradox. Das ist wirklich, man muss sozusagen die Verbindung sehen. Man will wirtschaftlich heben, aber wohin geht es? Wo ist die Verbindung? Das versucht man nicht zu verstehen. Ich bin der Meinung, alle wissen das, aber keiner will darüber reden. Keiner will wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Weil in vielen unseren Diskussionen haben wir festgestellt, wenn man im Kern sagt, worum geht es bei Tschetschenien, da geht es eigentlich um Unabhängigkeit. Dann sagt man, also, wenn jeder unabhängig werden würde, wo kommen wir da hin? Wo ist die Grenze? Also man will Grenze. Wenn Tschetschenien unabhängig, dann werden andere, jene und viele werden unabhängig. Also versucht man das irgendwie irgendwo eine Grenze anzubieten, die Stirn zu sein und dann sagen, also, ne, das ist innere Angelegenheit. Ach, 50.000 Soldaten transportieren innerhalb eines Gebiets, obwohl das verträglich abgesichert ist, dürfen das nicht, aber jeder duldet, jeder macht die Augen, weil im Kern geht es wirtschaftlicher und dieser politische. Ich bin mir ganz sicher, wenn Tschetschenien unabhängig wird, werden andere Völker kommen. Wir wollen auch unabhängig, wir wollen unabhängig, das will man irgendwie bannen. Und das ist natürlich ganz schön teuer, geht alles auf die Kosten der Tschetschenen. Natürlich nicht nur auf die Tschetschenen, auch den anderen Menschen. Es sind ja nicht nur Tschetschenen gestorben in Grozny, es sind auch sehr viele Russen gestorben. Also kann man da schon auch sehen. Es geht eigentlich nicht um irgendwie sterben. Das ist total egal für die Politik, für die ganz große Politik. Was ist aus der tschetschenischen Botschaft geworden? Also das war, ich habe was falsch, also das war Botschaft der Tschetschenischen. Wir haben also durch unsere Kontakte, mageren Kontakte mit den Tschetschenen in Tschetschenien, haben wir so gesagt, dass wir dann um dieses Problem nochmal nahezulegen, und Bonn ist die richtige Adresse, dort stellen wir dann mit so einem Container für eine Woche lang tschetschenische Botschaft, also hieß es Botschaft des tschetschenischen Volkes, und da haben wir dann verschiedene Unterschriftsaktionen gesammelt. Also das war nicht Botschaft in dem Sinne, dass man irgendwie Pass ausstellen sollte, sondern das war halt ein Informationsstand, um
noch besser ranzukommen, haben wir uns diesen Namen ausgedacht gehabt. Haben Sie den Eindruck, dass Sie sind wahrgenommen worden? Zum Teil ja, und zum größten Teil hat mich natürlich, ich war ein bisschen enttäuscht, also diese ganze Diskussion, die wir auf der Straße täglich geführt haben, habe ich festgestellt, es ist einmal Desinteresse, Ignoranz und einmal diese Medienpolitik der russischen Seite, die war so stark in den Menschen drin gewesen. Mit einigen konnten wir nicht mal diskutieren, weil sie sagten, also Jelzin hat ja das und das gesagt und die sind ja alles Mafiosis, Terroristen und so weiter. Das waren schon diese Schlagwörter, die sozusagen seit vielen Jahren auf der Welt so rumlauern. Wenn einer dieses Schlagwort an sich sozusagen verinnerlicht hat, dann ist bei ihm so tief drin, dass er nicht mal eine kleine offene Tür zeigt und sagt, also da können wir nochmal darüber diskutieren. Aber das war nicht, also zum Teil waren natürlich viele Leute, aufgeschlossene Leute, die mit uns sehr viel darüber diskutiert haben, hatten sehr interessante Vorschläge. Viele waren über diese Situation sehr bestürzt. Viele waren sehr verärgert, dass viele Leute, obwohl in Medien täglich zu dieser Zeit auch viele Filme, aber das wurde nicht so richtig wahrgenommen, nicht richtig verinnerlicht gesehen. Also wir haben sehr viele Filme gesehen, sehr viele Bilder, sehr schreckliche Bilder gewesen, aber das war nur irgendwie so Flimmern. Ging weg, also man hat das nicht so richtig wahrnehmen wollen oder können oder weiß ich nicht. Haben Sie den Eindruck, dass diese Wirkung der russischen Information auch in den letzten Monaten nicht abgenommen hat? Also auch im Zusammenhang mit den Vorgängen, die ja nun doch nach und nach eigentlich hier angekommen sein müssten? Also das wesentliche Problem war ja, glaube ich, nach diesem Fall von Grozny, ist sozusagen auch nach Westen nicht so viel Information gekommen. Das war wieder irgendwie ganz magere. Zu der Zeit, wo dieser Krieg angefangen hat, haben wir sehr aktuelle. Und da war dann natürlich Gegeninformation genauso gewichtet gewesen. Jetzt ist Grozny zu Ende. Wenn irgendeine kleine Aktion passiert, dann entstehen natürlich solche Informationsaustäuche. Aber heute hört man weder von Tschetschenien noch viel, noch von der anderen Seite. Also ist sozusagen abhängig davon, situationsmäßig. Direkte Kontakte dorthin haben Sie? Nee, wir haben also mit unserem Verein und Föderation haben wir keinen direkten Kontakt nach Grozny oder Tschetschenien. Wie viele Menschen leben in Berlin, die sich der kaukasischen Kultur verbunden fühlen? So am Anfang Zeiten 1978 hatten wir namentlich festgestellt, wie viele Kaukasier wegen Gründung des Vereins sich da gemeldet hatten, sind ca. 380 bis 400 Personen gewesen. Jetzt ist es schon vor 15 Jahren, 17 Jahren. Jetzt kann man von 1000 Kaukasier reden, glaube ich. In Berlin? In Berlin, ja. In Berlin. Aber was wir wollen eigentlich, was das kaukasische Haus, also das ich leite, für wichtig hält, dass hier auch irgendwie wie ein kaukasisches Haus zu bilden. Denn die Nordkaukasier sind zusammen und die georgische und aserbaidschanische und armenische Vereine sind getrennt irgendwie. Und auch unten denen gibt es keine nicht genügende irgendwie Integration und Zusammenarbeit. Und es ist sehr schwer für uns, deswegen irgendwie kaukasische, die Informationen über Kaukasus jemanden hier zu reichen, nicht, weil es ein bisschen zerstreut sind hier die Kaukasier. Und wir halten es sehr für wichtig, dass es auch so irgendwie Zusammenarbeit entsteht. Und außerdem, es ist mal so, wenn dort also diese ethnischen Konflikte entstehen, dann ist es so, dass die Abchasen helfen von dort hier, also und die Georgien, den Georgiern und so weiter, ja. Und wir halten es also sehr wichtig, dass diese Vereine hier und die Kaukasier, die in Deutschland jetzt leben, die Rolle der Vermittler spielen. Das heißt also, mehr für diese Friedenspolitik für Kaukasus machen. Umso größer wird unter Umständen auch die Zuwanderung von Menschen aus der Gegend dort. Entschuldigung, ich kann nicht antworten, bitte fragen Sie meinen Kollegen. Ich spreche wenig Deutsch und kann ich nicht antworten. Ich habe die Frage jetzt so genommen. Je länger der Konflikt oder die Konflikte im Kaukasus andauern,
Glauben Sie, die Zuwanderung auch von Leuten, die dort flüchten, auch hierher nach Deutschland, wird zunehmen, nach Ulm? Ich glaube eher nicht. Also nicht nach Europa. Glaube ich. Also die meisten Flüchtlinge werden im kaukasischen Bereich eher irgendwie Unterkunft finden, zum größten Teil. Davon gehe ich mal aus. Es gibt vielleicht wenige, die komplett auswandern durch den Krieg, sei es halt in Tschetschenien oder woanders. Und die werden eher, nehme ich mal an, wenn sie auswandern, dann vielleicht in die Türkei auswandern, wenn es rechtliche Grundlagen dazu gibt. Hat vergangene Woche eine neue Offensive der Oman-Truppen begonnen und für dieses Wochenende ist angekündigt worden, dass Präsident Jelzin einen Friedensplan verkündet für Tschetschenien. Glauben Sie, der wird Frieden einkommen? Also das ist, glaube ich, schon, was weiß ich, wie viel thermale Ankündigung und keine Fakten anlegt. Das haben Sie, glaube ich, in der letzten Zeit des Öfteren getan, ankündigen und dann so bleiben und dann irgendwelche Verhandlungen, interne Verhandlungen, aber das Ergebnis also die Idee ist bis jetzt nicht rausgekommen. Vielleicht diesmal, weiß ich nicht. Also ich bin eher skeptisch. Das wird dann nur bei der Ankündigung bleiben und dann wird sich so weiterhin, also man versucht auch ein bisschen auf Zeit zu spielen. Ne? Nehmen Sie ernst, dass das jetzt in als Friedensplan verkünden will, wird. Glauben Sie, da wird es tatsächlich Frieden geben, wenn Jelzin jetzt am Sonntag sagt, der Krieg ist aus? Das ist einfach lächerlich. Das ist, also das Volk ist fast ausgerottet. Über 500.000 Flüchtlinge. Und jetzt spricht man über die friedliche Lösung des Problems. Wissen Sie, das ist unverschämt und frech. Und als ob es überhaupt keine Öffentlichkeit mehr in der Welt gäbe, wissen Sie, die Regierungen überhaupt hier und ich bitte um Entschuldigung, dort auch und überhaupt in Europa, sie benehmen sich so, als ob überhaupt keine Weltöffentlichkeit mehr gäbe, keine Personen, keine Menschen, wissen Sie, das ist verachtend, das ist verletzend, was also geschieht und man kann wieder, also man erlaubt sich wieder über die friedliche Lösung des Problems zu sprechen, das ist einfach. Also ich bin der Meinung, es muss genau an dieser Stelle grundsätzlich verschiedene Probleme geklärt sein. Es muss zuerst mal dieser Begriff der Föderation innerhalb dieser Gebilde muss richtig definiert sein. Wenn dort eine erste Klasse und zweite Klasse Menschen geben, also dass die Kaukasier, also ich selber kann das sehr wenig sagen, aber Naira, denke ich mir, wird mir da zustimmen, dass die Kaukasier innerhalb der Föderation als Schwarze angesehen werden, als zweite Klasse von Menschen angesehen werden, das wird nicht ein Frieden auf Dauer sein. Und die Tschetschenen werden besonders darunter leiden. Wenn Sie vielleicht so ein paar Nachrichten nochmal sehen, es werden in einen kleineren Gebieten in der Nähe von Moskau werden in den Schulen sogar Kinder ausfindig gemacht, die tschetschenischer Abstammung sind. Und wenn solche Schritte in einer Seite getan und auf der anderen Seite erzählt man will irgendwie einen ganz großen Frieden machen, und das passt irgendwie in das ganze Bild nicht. Es ist nur ein Frieden vielleicht, um die Wahlen zu gewinnen, dass man bessere Positionen, es ist vielleicht ein Frieden, um Europa ein besseres Bild, Image zu lassen, damit man den nächsten Kredit noch bekommen kann und so. Also ich würde mich freuen, wenn wirklich ein ehrlicher Frieden, der ist, der auf Dauer, auf gegenseitige Interessen, dass man gegenseitig das Menschliche zuerst mal in den Vordergrund, aber ein Frieden wäre nur irgendwie das Image zu schaffen, das wird sogar nicht auf Dauer leben. Und meine Erfahrung bis jetzt hat gezeigt, also ich bin sehr skeptisch, ob da jetzt ein Frieden sein wird. Und welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, Ihrer Meinung nach? Also es müsste zuerst mal das ist natürlich, das sind so die wesentlichen Sachen, dass man den allgemeinen Druck der Bevölkerung, dass man den zuerst mal entlässt. Und dann, man muss sich hinsetzen, wirklich tatsächlich, ohne irgendwelche Schranken, ohne irgendwelche Quadrate, um das Problem zu bilden, dass man nicht darüber hinaus raus diskutieren kann. Und dann sagt, jetzt reden wir über Frieden,
musste ganz allgemein, alles muss offen sein und gegenseitige Interessen müssen auf den Tisch und man muss über diese diskutieren. Man muss ganz generell diskutieren, nicht irgendwie zuerst mal Waffen niederlassen, irgendwelche Bedingungen und das Erdöl ist unser, und also ohne Vorbedingungen. Wenn man darüber diskutieren konnte, mit allen Parteien diskutieren konnte, dann wäre Frieden eventuell möglich. Wie kann Frieden dann wieder entstehen? Zuerst müssen die russischen Truppen Tschetschenien verlassen. Dann kann man schon über die Verhandlungen sprechen, wissen Sie. Aber in dieser Situation mit Panzern und mit Luftkräften und Bombardieren kann man doch keine Verhandlungen anfangen. Aber wenn also Jelzins Position so von allen Weltregierungen so gelobt ist, dann meint der wahrscheinlich, dass alles richtig gemacht wird. Das ist eben das Problem. Und Weltöffentlichkeit schweigt und die Regierungen loben und helfen. Und der Mann, der sowieso sehr selten in einem nüchternen Zustand ist, der kann meinen wirklich, dass alles sehr gut gemacht wird. Alles ist richtig. Es muss auch so sein. Ich habe noch eine Frage nach den Waffengeschäften. Also ich weiß, dass Waffen von den Russen bis heute verkauft werden, also an die Tschetschenen, damit man sie auch richtig bekämpfen kann. Was wisst ihr darüber? Also ich weiß, dass da Generäle wie Gratschow Millionen verdienen und deswegen auch ein großes Interesse haben, dass diese Kampfhandlungen noch weitergehen. In allen Kriegen, also wir wissen, dass in allen Kriegen werden also diese Militärkräfte einfach steinreich. Und auch diese Kriege brauchen die Leute, die also hier viel Geld gewinnen. Und umso mehr, dass so viele Militärkräfte aus Westeuropa nach Russland gekommen sind und ohne Funktion geblieben sind. Die sind also, die haben Europa verlassen und nach Kaukasus gekommen eigentlich. Also aus der ehemaligen DDR? Ja, so ist es. Also wir waren sehr froh, dass Deutschland vereinigt wurde. Aber Kaukasus ist zerrissen. Und wissen Sie, wenn man so spricht, wissen Sie, dass dieser Wunsch der Unabhängigkeit zu leben, das entsteht nicht so, wissen Sie, unlogisch. Wäre es günstig für die Länder, Subjekte der Russischen Föderation zu sein, vielleicht würden sie auch nicht so das alles verlangen, was sie eigentlich verlangen. Aber es ist ungünstig für die Völker und für die Länder. Bis heute war es so, also Subjekte der Russischen Föderation zu sein. Und man könnte doch das irgendwie günstig machen, aber die russische Kolonialpolitik... Und kannst du dir das vorstellen, dass das vielleicht irgendwann möglich sein wird, einen kaukasischen Kongress, also einen Kongress, wo Vertreter aller kaukasischen Völker zusammenkommen? Das ist sowas, ja, warum nicht? Kaukasus ist kein Konglomerat der Völker eigentlich. Also, obwohl dort also so eine sozusagen Vielfalt der Völker und Ethnien und Religionen und so weiter und Kulturen, ja, das ist ein etwas... Diese Vielfalt, ich glaube, das hattest du mal gesagt, bei einem Gespräch, muss eine gemeinsame Sprache finden. Diese Vielfalt muss sich irgendwie in nähere Zukunft sogar, sich darauf verständigen, dass man eine gemeinsame Sprache, also Sprache nicht in dem Sinne gesprochen, sondern gemeinsame Interessen gemeinsam vertreten. Also das muss dann ein Ziel in absehbarer Zeit. Wie wollen Sie das erklären? Die Kaukasier waren ja nicht sehr einheitlich jetzt in diesem Nein, nein, ja, das hat also sehr viele Gründe. Wissen Sie, also schon zwei Jahrhunderte, die Völker also regieren sich selbst nicht, also die entscheiden ihr Schicksal nicht mehr. Die sind unterjocht und deswegen haben die Völker einfach das vergessen, wissen Sie, diese Fähigkeit, gemeinsam zu leben, das kann verloren werden, wenn du dein Schicksal nicht mehr entscheidest, ja? Du bist unterjocht einfach. Und außerdem, also während dieser 200 Jahre, wurde diese Erfinderpolitik sehr, also virtuos durchgeführt. Also das ist nicht so einfach. In einem so einem Imperium zu leben, wie es Russland war.
also diese territoriellen Probleme und alle möglichen, ja, das ist in dem zaristischen Russland, dann schon in dem sozialistischen Imperium und so weiter, von Stalin und so weiter, das war alles so gelöst oder nicht gelöst eigentlich. Das ist viele, viele ungelöste Probleme dort waren, die auf einmal schon irgendwie gesprengt waren. Also sehr viele Gründe war dazu, aber die Kaukasier, sie können also das bei unseren Konferenzen, dritte alle Kaukasusvölker sagen, also wir sind doch Brüder, wir sind doch Verwandte, ganze Ideologie. Also eine neue Konferenz geplant und Vertreter von anderen kaukasischen Völkern sind auch eingeladen. Ja, natürlich, das ist also, voriges Jahr im September haben wir diese Konferenz, das war die zweite kaukasische Konferenz und alle waren dort. Und aus Tschetschenien, aus Tschetschenien sind Vertreter eher... Also das gibt es, ich weiß nicht mehr. Das interessiert mich auch nicht. Jetzt was mich hier, also jetzt kann ich nur daran denken, dass überhaupt das Volk gerettet wird dort, weißt du nicht? Ich denke jetzt nicht mehr über die Politik, was sie dort macht. Nein, wie es von Westen aufgefasst wird, das ist ja diese... Skepsis, diese Befürchtung vorgetragen, dass die Art Kommunisten wieder mal versuchen, an die Macht zu kommen. Und das ist diese Attacke, was Jelzin jetzt vorgenommen hat, gemacht hat, diese Gemeinschaft integrierte Staaten. Aber wir sind nicht aus demselben Verein. Gegen sie gestellte Front, so sehe ich das. Wenn die Westen auch es so sieht, ist mehr die Chance und die Möglichkeit geschaffen worden dadurch, Jelzin unterstützt werden. Warum, wenn Sie schon gesagt haben, wenn Ziuganow kommt, so haben wir auch mit jemandem zusammenarbeitet und so weiter. Und das ist mal so. Eben. Ich glaube, das sind natürlich auch Gründe, um nicht einzugreifen. Ja. Ja. Also man würde sich selber sozusagen einen Grund geben, weshalb man jetzt nichts tut. Da sagt man, der macht ja im Grunde genommen was Gutes, der versucht die Altkommunisten zu verhindern. Aber es sind einfach nur Entschuldigungen. Ich weiß nicht, wenn überhaupt dieser Krieg zu Ende ist und ich irgendwann, dann müssen wir also wirklich also sehr viel arbeiten. Die Räusper, die Schipper, Kafkas. Schlepchen, die Schlepprocher. Nefe, Mishpedevchicham, Tokin Vandari, Techarage, Koschrage, Mamir Nrage, Kotel Vaslav Watsofan Pai, Iperabse, Tafi Rapso, Pushwaswaj Pray. Suffice, Kafkazmi, Tedre Kalab, Shemi, Koshraja, Gush Awajit Zakatana. Jash Pais at Lao, Missibji, Sufok, that was Lawan Pais at Nepemish Kakwa journalist, television Guru Pakami, Thai Opso, Yasawaji, Shrepso. Also er grüßt zuerst uns allen und dir den Glück, dass er, auch wenn es auch so spät ist ein bisschen, dass uns der kleine Völker von Kaukasus, die von der gleichen Wurzel entstanden sind, dass heute Abend hier wegen Frieden und Brüderlichkeit zusammenkommen könnten und dessen Anlass auch beitragen, dass du den Gastgeber herzlich bedankt und hofft, dass Frieden in der Welt und unserer Region und zwischen uns alle bald entstehen wird. Zum Wohle. Mhm. Ja. Weiß. Kannst du mir wohl gleich.
Wenn du weißt, das ist ein Buch, der hat viel gelesen. Ich biete noch Bluff an. Keiner mehr. Dann hat er nicht geschmeckt. Nein. Doch, Hecke. Hecke. Sehr traurig. Du? Hecke, hier habe ich dir das. Hecke. Ah, das hat auch sehr gut geschmeckt. Das habe ich gemacht. Und das und dieser Ich kann nicht aufstehen, weißt du, ich sitze hier. Nein, bleibe sitzen, Dame, dürfen ich sitzen. Ich möchte, dass es alle zusammen sind. Also, liebe Freunde, ich möchte einen Trickspruch auf unsere liebe Bärbel und dann Eckhard Maas und zusammen mit diesen beiden auf alle unsere deutschen Freunde trinken. Also diesen Trickspruch. Wissen Sie, also aus Deutschland kommt große Hilfe nach Kaukasus, nach Georgien, nach Abchasien und so weiter. Das sind also sowohl die staatlichen als auch private Initiativen. Ohne diese humanitäre Hilfe, sagen wir, und ohne diesen moralischen Beistand, wären wir überhaupt isoliert und allein geblieben dort. Und wenn ich hier bin in Berlin, ich weiß, dass hier also sehr viele Deutschen also bereit sind, unser Not und unser unglückliches Schicksal irgendwie zu teilen. Und ich möchte also auch liebe Bärbel, so in ihrem Herz wissen, sie findet Platz, ich weiß nicht, finden Platz alle Leiden und alle Noten, was nur die Menschen haben, überall in der Welt. Und Ecke ist so ein Mensch, also so offen und sein Haus steht offen und sein Herz auch und er ist also so treu, also dem Kaukasus und dem Georgien. Und ich möchte auch unsere deutsche Freunde trinken und ich hoffe, dass unsere Zusammenarbeit immer so inhaltvoller wird mit diesen Leuten zusammen. Und es ist, wissen Sie, wir sind in einer Zeit jetzt, also wir leben alle in einer Zeit, wir können diese Probleme, die überhaupt vor uns und vor der ganzen Welt stehen, nicht mehr isoliert und allein lösen. Das ist eine Illusion. Und ich hoffe nur auf diese Zusammenarbeit und diese Freundschaft, also alle normalen, demokratischen Menschen in der ganzen Welt. Und so möchte ich in diesem Kontext wirklich mit voller Liebe und von meinem ganzen Herzen auf Bärbel trinken und auf Ecke. Und auf alle unsere deutschen Freunde. Steffen, danke schön. Bravo. Hallo. Ja. Jetzt vielleicht also eine Musik für unsere deutschen Freunde. Also ich spiele eine, die erstmal die abchasisch, georgisch, eine traurige Lied, die deutsche Übersetzung, die Liednamen, Warum Krieg? Oh,
Thank you.
Abchasische an der Tanzmusik. Les Ginka. Les Ginka. Thank you.